Herr Müller, knapp 0:1 oder 1:0 verloren. Ihr Kommentar zum Spiel? Ja, war für uns heute kein gutes Spiel einfach. Wir haben nicht zu dem gefunden, was uns normalerweise auszeichnet oder was wir uns vorgenommen haben. Und auch wenn es eine unglückliche Entscheidung war oder durch den Handelfmeter. Aber ich denke, es geht in Ordnung für Dollarhaue, auch wenn wir sicherlich gerne einen Punkt mitgenommen hätten. Sie sind ja jetzt neu dabei beim ASV Durlach, haben den Vorgänger Hicham Ouaki abgelöst. Wie sind jetzt Ihre ersten Eindrücke nach dem dritten Spieltag jetzt? Also bis jetzt überwiegend positiv, auch wenn wir jetzt heute mal eine Niederlage einstecken mussten, das gehört dazu. Aber was die Mannschaft, sage ich mal, aus den Umständen macht oder generell das ganze Umfeld, das ist einwandfrei. Da dürfen wir momentan zufrieden sein, dürfen nicht zu kritisch sein. In was für einem Zustand haben Sie die Mannschaft übernommen? Ich hatte 6 Spieler. Mitte Mai und dementsprechend war von der Mannschaft wenig die Rede. Wir hatten dann noch ein paar Wochen Zeit und haben jetzt, glaube ich, eine ganz schlagkräftige Truppe zusammenbekommen, die jetzt halt noch eine Mannschaft werden muss und da arbeiten wir jetzt halt dran. Kurz vor dem Ende des Transferfensters wechselte Ihr Torwart Yannick Merz zum TSV Reichenbach. Können Sie uns zum Wechsel mehr sagen und wie hart ist der Trip? Gut, in erster Linie war es die Entscheidung vom Yannick. Ich denke mal, er war für ihn einfach eine ungewohnte Situation, nachdem er jetzt 3 Jahre Stammtorwart war, dass er am Anfang nicht gespielt hat. Und ich muss akzeptieren, dass er die sportliche Herausforderung in dem Fall jetzt nicht angenommen hat, sondern die Option mit Reichenbach gewählt hat. Wie geht es jetzt weiter? Der nächste Gegner heißt der FV Lauda. Ja, wird für uns auch wieder ein schweres Spiel. Lauda ist auch wechselhaft in die Saison gestartet, wie wir jetzt auch im Endeffekt nach 3 Spieltagen. Ja, vorher war es noch positiv, jetzt ist es durchwachsen. Und jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir gegen Lauda wieder die Köpfe hochkriegen und ein gutes Spiel abliefern. Herr Müller, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Sehr gerne, Dankeschön. Tschüss.